unserem Teamworkshop hier im schönen Frankreich. Idyllisches Örtchen haben wir uns hier rausgesucht. Raus aus dem Büro, auch wenn unser Büro schön ist. Läuft. Gerade haben wir Mittag gegessen. Wir haben natürlich auch hier einen Plan. Das Team hat ganz lecker gekocht. Wir haben heute Vormittag hier draußen gearbeitet, solange es noch erträglich war hier in der Hitze. Heute Vormittag war Geschäftsführungsrückblick und jetzt sind wir weiter in der strategischen Planung. Was sind die nächsten Schritte? Vorbei, Flasche Wein ist auf. Cool war's, wir sind richtig krass vorangekommen, also haben richtig viel durchgeackert, entschieden und auch schon definiert fürs nächste halbe Jahr. Ich bin super happy, der Rest vom Team auch. Und jetzt haben wir alle Mordshunger! In drei Arbeitsgruppen und kommen richtig gut voran. Das ist sehr gut. Wie so ein kleiner Turbo. Heute Nachmittag, am zweiten Tag, sind gar keine Business-Themen auf der Agenda. Wir machen einen Ausflug, gehen in den Kletterpark. Das heißt, es hat auch einen Freizeitcharakter mit drin. Was steht an? Kletterpark! Und bist du bereit? Aber sowas von, Mann. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Ich hab mich eingekettet. Und es geht rüber und wir helfen einem kleinen Jungen. Katja, was machst du da? Das Schöne ist, wenn man dann so im Austausch ist, sieht man dann auch selbst wirklich mal so die Erkenntnisse, wo waren eigentlich die Peaks, welche Einflüsse gab es, die dafür gesorgt haben, was sind die Erfolgsprinzipien inhaltlich im Detail, auf Umsatz bezogen, auf Traffic Conversion bezogen und so weiter. Und das ist natürlich schön zu sehen, auch so diesen unternehmerischen Entwicklungsverlauf, auch wie wir gewachsen sind als Unternehmen. Ich bin total stolz. Es ist mega krass, was wir hier durchgebracht haben. Ich hätte es echt gar nicht so erwartet, dass wir so viel und so on point und genau und perfekt und mit so viel Anspruch durchgebracht haben. Wahnsinn. Ich bin mega, mega, mega stolz auf mein ganzes Team, wie sich alle eingebracht haben, wie wir alles voranbringen. Wir haben einen ganz strukturierten Fahrplan. Es gibt mir ein super gutes Gefühl, ich bin 4 Wochen auf Dienstreise unterwegs, dass alles läuft, ohne dass ich da bin, und deswegen